Die neue Node ist fertig. Und wir warpen gleich mal zu Beginn. Ja. Warp hier hin. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, mich auszurichten. Die Sonne scheint ja. Da sollte das gehen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Sorge, dass mit dem Sprit ausgeht. Aber wir kriegen das hin. Monoprop hat mir doch immer aus der Patsche geholt. Dazu schalte ich das aus und benutze die Reaction Wheels. Wir müssen Sprit sparen. Komm schon. Manöver Note ist da. Langsam, langsam, langsam. Jetzt ab. Treffer versenkt. Zack, zack. Ja. Warp to next maneuver. Benutze den Warp gern und oft. Das spart Zeit. T-5. Ich glaube, wir müssen einfach mal Gas geben, weil wir eine Burntime von 35 Sekunden haben. 32. Das heißt, ich kann noch ein bisschen warten. Die nächste Burntime wird 30 Sekunden dauern, um von hier auf hier zu kommen. Das heißt, ich teile das durch 2, 15 Sekunden vorne Manövernot und 15 Sekunden nach Manövernot. Damit das geplante, der geplante Orbit circa passt. Das sind jetzt noch ein paar Sekunden, das dauert viel zu lange. Wir machen einen Warp und geben Vollgas. Sprit ist schon knapp bemessen. Ich gebe mal noch ein bisschen Monoprop Gas. Es ist alles nicht so schlimm, sobald wir mal da außen sind, geht das schon. Bremsen. Das Schwierigste ist, die Plane sauber hinzubekommen. Wenn das mal passt, dann ist der Rest Kinderspiel. Okay, wir haben hier die Apoapsis. Dort machen wir eine neue Manövernode, geben Stoff. Ich stelle fest, das ist noch nicht richtig. Wir müssen schauen, dass es circa gleich bleibt, gleich ist. Ich mache mir jetzt langsam echt Sorgen um den Sprit. Vielleicht hätte ich sollen das Mutterschiff benutzen, sozusagen. Aber wir testen es einfach mal. 15 Sekunden. Das wird schon gehen, hoffe ich mal. Also das wäre jetzt doch der Brüller, wenn hier beim ersten Video gleich was richtig schief geht. Warp hier. Ja, wir können ein bisschen weniger geben. Ich habe hier einen Overshoot. Jedes bisschen Sprit ist jetzt wichtig. Ich schalte die RCS aus für die Lageänderung. Macht jetzt alles das Reaction Wheel. Mensch, Mensch. Aber wir wissen ja, je weiter weg wir vom Planeten sind, desto einfacher gehen die Korrekturen und desto weniger Sprit brauchen wir dafür. So, Manövernode ist erfasst sozusagen. Warp hier. Warp there, warp everywhere. Warum warp der so langsam? Ach, das kann ich von Hand schneller. Ah! Ein bisschen zu schnell. Na gut, aber es hat sich ja nichts geändert. Wir müssen jetzt einfach mal nochmal hinwarpen. An dem Orbit ändert sich gar nichts. Wir verlieren keinen Sprit über die Zeit. Das ist kein Problem. Ich habe jetzt nur keinen Anhaltspunkt, wie weit ich noch von der Node weg bin. Wir fliegen einfach mal hin. Das sind nur 15 Sekunden, wenn es ein bisschen ungenau ist, kostet es halt mehr Sprit. Aber im Zweifel lieber vorher. Das heißt, ich gebe jetzt mal Gas. Seht ihr, wie schnell das geht? Seht ihr, wie schnell das geht? Wir nehmen RCS dazu, geht das noch schneller. Das geht, das geht, das geht, das geht. Das haut hin. Es wird knapp, aber das haut hin.
Ach du meine Fresse. Also, hier ist. Und der Vertrag ist erfüllt. Bingo. 86.000 verdient. Das machen wir jetzt noch zweimal im Mond. Dazu fliegen wir mit dem Hauptschiff zum Mond und klinken uns dort aus. Denn der Mondorbit sieht ein bisschen anders aus. Erstmal gehe ich ins Space Center und werde, da das jetzt Müll ist, wobei wir könnten noch versuchen, Science rauszuholen. Space High over Kerbin fällt mir da ein. Also gut. Carrier Probe, das haben wir gerade hochgeschickt. Die fliegen wir jetzt mal. Eieieiei, das ist ein Ärger. Mit diesen Probes die ganze Zeit. Haben wir das sehr. Der Solar ist richtig ausgerichtet. Machen wir ein bisschen drehen, dass sie mehr Power hat. Langsam, langsam. Oh, wo ist der richtige? Ich glaube, wir machen das nicht so, sondern so. Mystery Goo, High over Kerbin. Ah, schade. Materials Bay. Schade. Irgendwas wird doch gehen. Ja. Ja. Passt. Was machen wir jetzt noch? Lock Temperature haben wir schon. Zack, zack. Zack. Ach, keine Batterien, aber eine Solarzelle. Kleiner Warp, dann geht das schneller. 33, 50, 66, 83. Dann 4,6 Science-Punkte. Gut, dann können wir meine treue Drohne hier verlassen. Wir killen sie jetzt, damit wir keinen Weltraumschrott haben, denn die ist hier nichts mehr zu gebrauchen. Die hat keinen Sprit mehr, keine Experimente mehr. Oh, nimmt nur Platz weg im Weltall. Terminate. Terminator. Tankstelle mit Dockingport. Die ist leer. Können wir auch killen. Ich frag mich gerade, was das hier für ein Orbit ist. Terminate. Was wir jetzt fliegen müssen, ist der hier. Der hat die anderen zwei Probes dabei. Hier ist alles in Ordnung. Keine Mikrometeoriteneinschläge. Vielleicht kann der hier noch was. Ich glaube nicht. Nee. Nix, gar nichts. Scheißdreck. Vielleicht weiß er hier was. Crew Report. Auch nicht. Alles schon gemacht. Mensch, das wird langsam echt dünn hier mit der Wissenschaft. Schauen wir mal die Contracts an. Die Station muss in Orbit und Moon, alles klar. Orbit um den Moon, Orbit um den Moon. Ja, was haben wir dann? Dann peilen wir mal den Mond an. Ich weiß nicht, was das für ein Orbit vorher war, aber er ist nicht mehr da. Egal. Jetzt kommt wieder Mechchip ins Spiel. Homan Transfer to Target. Yeoman, Homan. Schauen wir uns mal an, was der uns ausgibt. Okay. Weiß ich noch nicht, ob ich das machen will. Ich schaue mir jetzt erstmal den Mond an. Ja. Peinlich. Egal. Wir haben ein schönes Atomzeichen hier. Das sind unsere zwei Orbite. Das heißt, ich werde versuchen, in den Polarorbit zu kommen. Von da aus sind es genau. Brauchen die Probes genau gleich viel Sprit. Sonst muss eine den Orbit komplett umkehren und das braucht sehr viel Sprit. Wie gesagt, mit Mond, Polarorbit, dann passt es. Gut. Focus auf Kerbin. Moonbase Subcarrier Switch to. Jetzt müssen wir uns mal die Trajektorie anzeigen, die uns Mechchap geplottet hat. Das sieht schon so ein bisschen aus, als werden wir Richtung polarer Orbit gehen. Seht ihr das? Wir sind nur zu schnell. Sobald wir hier sind, hat uns der Mond eingeholt.
Und hier wären wir dann in der Aufwärtsbewegung auf Höhe des Mondes. Hier verlassen wir den Mondeinflussbereich und hier betreten wir ihn. Das heißt, in der Mitte circa sind wir auf Höhe des Mondes. Hier, zack. Der poppt gerade auf. Nee, das war nur so. Ich glaube, wir können das machen. Long story short. Zur Sicherheit mache ich einen Quick Save. Sage ich, mach Platz. Dir sage ich, Energie. Execute next node. So, jetzt richtet er sich auf die Manöver node aus. Ja, 800 Meter pro Sekunde. Kleiner Warp, kann ich schaden. So, mal schauen, was Sprit macht. Ah, der Burn hat schon begonnen. Ihr habt nichts verpasst. Das Ding ist so laut, das höre ich in 300, 600.000 Kilometer, 600.000 Meter Entfernung auf. Seltsam, seltsam. Ihr seht, der Sprit nimmt relativ schnell ab. Scheißegal. Wir müssen nur in Polar-Out kommen. Welche Richtung ist egal. Ich glaube, das haut hin. Na nu? Was nu? Aha, der Sprit ist schon wieder alle. Ja, der Sprit ist alle. Das heißt, wir werden den Weg, den restlichen Weg mit Monoprop zurücklegen. Oh, wow. Gut, dass wir einen Quicksave haben, das könnte jetzt noch ein bisschen interessant werden, sage ich mal. Ich habe einfach keine Atomtriebwerke an Bord. Die werden sparsamer. Gut. Ich lasse es einfach laufen jetzt. Und wenn das fertig ist, ich muss Physics Warp einschalten. Und Warp-Taste bedeutet, das Raumschiff kann weiter throtteln, wenn die Zeit schneller läuft. Wir machen langsamer, schauen uns an, was hier passiert und bereiten uns auf Abort Node Execution vor. Okay, ich glaube, das passt. Wir müssen jetzt halt echt bremsen, wenn wir hier sind, weil sonst fliegen wir in den Mega-Orbit. Remove our nodes. Ich glaube, ich tanke jetzt ein bisschen Sprit. Wir können ja schon mal das Manöver planen. Dazu machen wir einen Fokus auf den Mond. Ihr seht hier, ist unsere geplante Reiseroute sozusagen. Wir werden das hier bremsen müssen. Solange, bis wir einen schönen Orbit haben. Muss nicht schön sein, muss nur rund sein. Dazu brauchen wir. Ach, 80 Meter pro Sekunde ist ja geschenkt, da können wir uns noch ein bisschen ausrichten. So, so, nee, ich will nicht verschwenderisch sein. Vielleicht können wir hier das Ganze schon beeinflussen. Nee, das ist alles nichts. Wir pfeifen jetzt auf einen schönen Polarorbit und machen das circa. Denn Sprit ist knapp. Sprit ist knapp. Knapp. So, das ist eine Burntemp von 1 Minute mit Monoprop. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache ein bisschen Sprit weg. Sprittransfer zu hier. In Stop. In Stop. In Stop. Nur ganz wenig. Es muss nur zum Bremsen reichen. Für 80 Meter pro Sekunde. Warum geht jetzt mein Laptop an? Egal. Ja. Ich glaube, ich muss einmal kurz einen Impuls geben, dass MechChamp das verrechnen kann. Weil ich brauche mit den Haupttriebwagen keine Minute zum Bremsen. Also kurz. Weg. Oh,
Wow. War das ein Fehler? Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Na egal, wir haben immer noch einen runden Orbit. Einen runden. Whatever. Jetzt muss ich kurz was machen. Ja, siehst du, 8 Sekunden ist besser. Und das schaffen wir. Und das können wir so machen, denke ich mal. Ja, probieren's. Ich mache kein Quick Save, aber ich mache Execute Next Node. Time Warp. Auf geht's Richtung Mond. Wo ist er denn? Da. Da ist er, da holt er uns ein. So. Ach, das schöne graue Kugel ist das. Das Manöver rückt näher. Wichtig ist es nur, dass die blaue auf die gestrichelte braune Linie kommt. Dann sind wir zufrieden. Wir können sogar ein bisschen Sprit zurückpumpen. Ach, was guckt ihr das an? Da braucht es ja gar keinen Sprit dafür. Geschenkt. Ich glaube, wir haben gar kein Problem, die Mission abzuschließen. Abort Node, Remove All Nodes, Prograde. Ihr seht, wie komfortabel das ist mit Mechchap Kill Rotation. Jetzt habe ich einen wunderbaren Orbit. Crew Report bringt nichts mehr. Wir machen Mystery Goo. Es kommt nichts zurück außer die Landekapseln. Wobei ich sehe gerade. Ja, wir müssen das ganze Ding noch zurückbringen. Ja, also wir brauchen ein bisschen Sprit. Wenn er landet, können wir das Mr. Goo-Experiment machen. Ich bin sicher, hoch über dem Mond können wir nochmal sowas machen. 24 Wissenschaftspunkte, das ist super. Nochmal 16, das ist grandios. Ich liebe das. Materials Bay, die wird nachher per Funk übertragen, denke ich mal, oder? Ja, es gibt sowieso nichts zu sehen hier. Okay. Kurzen Break und dann gibt es die zwei Satelliten. Wir haben jetzt übrigens schon einen Contract erfüllt. Denn für die Station mit 132.000 macht insgesamt, wenn ich richtig rechne, 214.000 Einnahmen plus ein paar Wissenschaftskröten. Ist schon mal sehr gut. Das heißt, die Mission wäre jetzt schon mal ein Erfolg. Denn ich habe mehr verdient, als die Rakete gekostet hat. Und die zwei gibt es jetzt noch als Sandstück oben drauf. Okay. Ja, machen wir ein neues Video. Bis gleich. Es geht los. Wir trennen uns von unserem Mutterschiff. Sniff, sniff. Müssen uns überlegen, Rückflug, wie viel Sprit brauchen wir? Wir testen das mal. Wir machen mal eine Rückflug. Bahn. Würde ich sagen. Ist gar nicht so einfach hier mit diesem krummen Polarorbit das zu planen. Ich habe keine Ahnung. So einfach mal Gas geben. Wie schaut das aus? Da kommen wir Richtung Kerbin und von hier, von hier müssen wir dann bremsen. 178, 64. Wir brauchen 61. Gibt's das? 61 Meter pro Sekunde? Nee. Das braucht viel mehr. Er nimmt nur das nächste. Das heißt, wir könnten ja jetzt ein Quicksave machen und mal testen, wenn ich beide ausklinke und das Mutterschiff so lang zurückfliege. Das können wir ja machen. Ich mache jetzt einfach ein bisschen mehr Sprit rein. Quick Save. Remove our Nodes zur Sicherheit. Decouple. SAS an. Wo ist denn T? Ah ja, das wird schon passen, denke ich mal. Jetzt probieren wir. Ich teste mal den schwierigeren Orbit. Das heißt, der gegenläufig ist. Der hier.
Dazu mache ich hier, denke ich mal, eine Note und muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das machen soll. Ich ziehe mal das in die eine Richtung. Ich glaube, wir bremsen am besten bis auf 0 ab. Das braucht 95 Meter pro Sekunde. Und dann schwenkt man, beschleunigt man in die andere Richtung. Das sind 180. Das, ich glaube, das schaffen wir. Das haut hin. Jetzt machen wir einen Warp daher. Na, jetzt geht. Wo ist mein Mutterschiff? Ich vermisse mein Mutterschiff da. 2,4 Kilometer. Sniff. Okay, wir müssen gucken. Die Sonne steht hier. Da haben wir kein Problem. Wir haben immer Sonne. Was sind wir denn? Hier. Okay, Manövernote. Also CS ausmachen. Sprit sparen. Sei gesagt. Prograde. Target. Ja, das wird schon passen, denke ich mal. Und ja, dann haben wir noch 7 Minuten Zeit für ein bisschen Wissenschaft. Geht immer. Alles schon abgegrast hier, was soll denn das? Naja, hier haben wir noch 8 Science-Punkte. Hier haben wir 12, das ist gut. Ich liebe das. Ich liebe Wissenschaftspunkte. Das ist mein Brot und mein Butter. Ja, es lässt mich nicht diese Materials Bay durchsuchen. Was ist jetzt los? Kann man das irgendwie auslösen mit der Kürztaste? Warum geht das nicht? Muss schneller sein. Ja, ist das doof. Doppelklick? Nein, geht nicht. Ja, meine Kerbal Space Shooter, meine Damen und Herren. Kleines Minispielchen, wie es aussieht. Aber ich glaube, das liegt am Strommangel. Könnte das sein? Ja, ich glaube schon. Kleiner Warp zwischendurch. Ich hätte das nachher machen sollen. Ja. Komm schon. Wo ist denn die Sonne? Die Sonne strahlt nicht direkt meine. Meine Solar-Geschichte an, dass ich versuche ein bisschen zu drehen, dann kriegen wir ein bisschen mehr Strom hier raus. Es ist auch doof, dass ich das direkt im Schatten gebaut habe von den Teilen. Jetzt brauchen wir einfach noch eine Sonne-Rotation. So eine Rotation und dann passt es. Kriegen wir hier ein bisschen Sonne drauf. Ja. That's how not to do science in space with a probe without batteries. Battery. Komm schon. Ach, das ist nicht so wichtig. Ich muss halt schauen, dass die Manövernote nicht so arg überschritten wird. Ich glaube, wir haben hier gar keinen Strom mehr. Das ist jetzt doof. Thank you.
Peinlich. Na egal. Komm schon, tu es. Wir könnten theoretisch auch den nächsten Umlauf benutzen, aber ich probiere das jetzt. Target. Wo ist mein Manövernode? 3 Minuten. Naja, das passt schon. We can survive. Yo. Let the bodies hit the floor. Wir müssen noch das Drehbock anschalten, dann geht das besser. So. So. Stopp. Wir müssen jetzt aber schnell sein. Das heißt, ich fliege jetzt in die Richtung. Jetzt müssen wir zumindest mal so viel Gas geben, dass wir einen Orbit erreichen. Ohne Crashkurs. Zack. Ja. Talk about Verschwendung, aber egal. Also, ich fliege jetzt so rum. Das heißt, das ist mein Orbit. Hier muss ich drauf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr sicher, ob das jetzt... wie, was, warum, wieso... So. Ha? Bisschen vorwärts. So. Die Bremse reinhauen. Wie gesagt, immer erstmal die Planes angleichen. Der Rest ist Kinderspiel. Das heißt, noch vorrücken, noch etwas weiter vor. Na, hier sind wir doch ganz gut. Ich habe jetzt einfach nur die Manövernode auf meinem jetzigen Orbit nach vorn zurück verschoben. 11 Sekunden Burntime kriegen wir hin. Ihr seht, es geht immer gleich. Ich mache jetzt mal noch eine Ausrichtung. Mal wieder ohne. Ohne RCS, weil ich den Sprit sparen möchte. Okay, wir müssen ja, wie wir vorhin gesehen haben, nur ungefähr die Plane erreichen. Okay. Alright, let's see. Wir warpen hierher. Und... passt alles soweit. Wir könnten jetzt simultan noch die zweite Probe starten. Aber dazu würde ich fast noch einen Mod installieren. Da gibt es die Kerbal Alarm Clock. Das ist für multiple Missionen gleichzeitig besser geeignet. Hier muss ich alles im Kopf behalten. Da traue ich mir nicht so.